Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, heute sind wir wieder dabei, unsere Simpsons-Schule zu vollenden, jetzt von der Außenansicht. Das heißt, heute bauen wir die Rückseite von unserem Hauptkomplex in der Mitte, also den hier. Und ja, ach, die sieht doch schon mal nicht schlecht aus, ne Leute? So, erstmal zu den Blöcken, die wir heute benötigen. Das heißt denn, zack, 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 nehme ich mir die schon mal raus. Das brauchen wir noch. Das. Oh, das brauchen wir nicht. Da ist es. Ja, für unseren Schlussteil unserer Schule brauchen wir orange Wolle, lila Wolle, orange gefärbter Lehm, hellgrau gefärbter Lehm, oranger Teppich, eine Steinstufe, ein Zaun, hellblaues Buntglas. Und braun gefärbter Lehm. Guti. Fliegt mal jetzt schon mal so hier so durch. Zack. So, in der letzten Folge sind wir ja, haben wir diesen Hauptkom, also die Seitenkomplexe gemacht von beiden Seiten. Und haben ja dann hier so, ne, hier sowas gezogen. Das heißt denn, wir lassen jetzt hier an der Seite zwei Blöcke frei. Denn 1, 2, 3 hauen wir weg. Denn lassen wir hier dann wieder, also 1, 2, 3. Vier Blöcke und dann wieder drei weg. Da kommen später unsere Fenster hin, das können wir uns schon mal so merken. Danach gehen wir hier von an der Ecke aus so schräg und setzen dann einmal lila Wolle und ziehen das dann einmal bis hoch, so dass oben einer übersteht. Guti, haben wir das gemacht? Können wir gleich weitermachen. Das heißt, dann hier diese zwei können wir komplett einmal hoch. Da kommt kein Fenster hin, das können wir komplett schließen. Ach ja, ihr könnt die oberste schon mal freilassen, weil wir ziehen später einen Balken. Dann braucht ihr nicht unbedingt noch mal eine weghauen. Gut, bevor wir jetzt weiter hochziehen, erinnern wir uns mal daran, wo unser Balken ist. Das heißt, dafür fliegen wir nochmal nach vorne. Wenn wir jetzt zu so faul sind abzuzählen, sage ich mal, gehen wir von unserer Balkenhöhe aus. Zack. Da wissen wir dann, das Dach ist ja genauso hoch wie unsere Balkenhöhe. Darüber können wir gleich von ausgehen. Da dieses Dach, zack, gleich der Balken. Dann machen wir dann auch natürlich so. Das heißt, wir brauchen erstmal diese Schicht nur auf diese Höhe zu ziehen. Kann man sich ja schon mal so einen Balken setzen, damit man sich auch nicht verbaut. Und dann diese vier können wir dann komplett hochziehen. Und zack. Danach ziehen wir dann hier zwei Balken hoch. Und das lassen wir erstmal noch ausgefüllt, also unausgefüllt. Ja, dann können wir erstmal unsere Fenster machen, das heißt wie immer drei Blöcke hoch. Ja. So. Dann setzen wir wieder unsere lila Wolle davor und sagen, die Höhe der Fenster sind vier Blöcke. So, dass wir dann vier Blöcke frei haben. Danach können wir dann erstmal unseren Balken ziehen, damit er schon mal vollständig ist. Dann kommt jetzt die zweite Schicht, das heißt dann, das sage ich mal hier an der anderen Seite, da gehen wir jetzt auch so, also da haben wir dann drei Blöcke frei. Dann vier. Dann vier. Dann wieder. Das machen wir von der anderen Seite genauso. Ne? Drei Blöcke frei. Das ist dann genauso wie vorne der Abstand. Denn 1, 2, 3 lassen wir frei fürs Fenster. Denn 4. Dann wieder 3 freilassen und wieder 4. So dass wir hier dann wieder, sag ich mal, 4 Blöcke frei haben. Gehen wir dann, also lassen wir 3 frei und dann ziehen wir den hoch. Dass dann zwei Fenster hier noch sind mit einem Blockabstand von zwei Blöcken. Danach können wir dann all unsere Seitenwände hier hochziehen.
kommen natürlich keine Fenster hin, das kann man dann schon mal sich hochknallen. Jo. Zack, zack, zack. So, dann können wir auch wieder zwei Blöcke nach unten, so, also so zwei Blöcke-Schichten hier noch so verbinden. Zack. So, dann machen wir natürlich hier unten wieder drei Blöcke hoch. So, dass wir dann hier wieder vier Blöcke frei haben. Dann nehmen wir wieder unsere lila Wolle und hauen hier dann wieder unsere Fensterbretter rein. So. Danach können wir oben schon mal den Balken nachziehen. Zack. Ja, dann kommen wir noch erstmal hier zum Eingang. Der Eingang hat die gleiche Breite wie vorne. Das heißt, sechs Blöcke. Also wenn wir jetzt ja hiervon ausgehen, denn also es ist schon eine Hilfe, wenn wir uns das, sage ich mal, markieren würden. Wir gehen jetzt hier zum vorderen Eingang und ziehen dann von der Mitte aus zwei Blocklinien nach hinten, sodass wir auch immer genau wissen, da ist es. Nicht, dass ich mich jetzt hier verzählen sollte. So, das ist dann, das steht dann fest, da kann man sich nicht verzählen, da kann man nichts sagen. Und dann halt, ja, so. Also vier Blöcke insgesamt ist der Boden denn hier lang. Dann kommt einmal unser Lehm. Den ziehen wir dann natürlich dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hoch. Und dann, ach nee, 6 Blöcke hoch. Und dann natürlich zur anderen Seite und dann verbinden wir. So dass wir dann oben 6 Blöcke haben. Also der Eingang oder Ausgang von hinten, der ist dann 6 Blöcke breit. Ja, haben wir das gemacht, können wir denn hier auch erstmal alles ausfüllen. Hier wird nichts entstehen, kein Fenster. So. Von der Serie aus habe ich jetzt hier noch so einen Balken ringsum um die Tür gemacht. Eigentlich ist keiner da, aber ich finde das jetzt so irgendwie nicht so schön. Darum mache ich jetzt einfach hier so einen Balken noch rum. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Das ziehen wir dann hier schon nach vorne. So dass wir dann hier so einen Block frei haben. Nee, Quatsch. So, das ist immer nett. Hier am Rahmen ist. Genau. Danach nehmen wir dann unsere Steinstufen und setzen dann. Ja, nicht so, sondern so. Soweit wieder so eine Treppe nach unten. Ja, danach machen wir dann die Türen genauso wie vorne. Das heißt, dann hier erstmal wieder eine Schicht ziehen. Dann hier nach vorne und dann dazwischen unseren Zaun. Dann haben wir schon mal unsere Tür. Bei den Fenstern kann man jetzt natürlich dann auch das Glas nachziehen. Nur das wisst ihr ja, wie es geht. Ne? Ich mache jetzt hier mal nur eins im Video. Die restlichen ziehe ich mir dann später nach. Ne? Hier, das macht ihr dann mit jedem. Ja, kommen wir jetzt noch zum Dach. Beim Dach, ihr wisst ja, ne, das machen wir dann natürlich so wie jetzt da. Ne, das füllen wir dann komplett einmal aus hier. Ich habe ja schon mal die andere Seite schon mal alles vorbereitet. Kann man schon mal sehen, wie es fertig ist. Mir geht es jetzt beim Dach jetzt eher nur darum, euch jetzt nicht zu zeigen, wie ich es jetzt hier befülle, sondern wie es jetzt hier vorne macht. Hier vorne bei der Kante ist es ein bisschen anders. Hier verkleiden wir noch ein bisschen was. So, ich fülle jetzt hier mal ein bisschen was aus, damit ich es euch zeigen kann. Zack, 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 zack. Ah, noch eine Schicht. So. Danach nehmen wir dann unseren Orangenteppich und setzen dann hier, wir haben ja hier schon so ein Dreieck, das füllen wir dann aus. Das war's auch eigentlich. Das war's auch. Das setzen wir dann einfach hier noch Teppich rauf und dann halt an den Seiten natürlich auch Teppich, sodass wir dann halt so wie an den Seiten hier so eine kleine Innenkante haben. Damit das alles ein bisschen erhöht aussieht. Das machen wir dann auch einmal komplett ringsrum. Zuck,
zack, 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 zack. Nun, liebe Sound, den Rest füllen wir hier alles aus. Ne? Das wird alles ausgefüllt, hier unsere Decke. Ne, das macht ihr denn. Ne, da muss ich euch nicht zeigen. So, zack, hier, ne, ausfüllen. Fenster rein. Was fehlt denn noch? Genau, ein bisschen Deko fehlt auch noch, ein bisschen Grünzeug. Wir wollen ja öko sein, ne? Und oh, die Blöcke brauche ich nicht. Zack. Dann nehmen wir dann genau die gleichen Blätter wie vorne. Eichenblätter, Fichtenblätter und Fichtenholz, falls ihr noch ein Bäumchen setzen wollt. Aber ich setze jetzt erstmal nur unsere Blätter. Das machen wir dann so wie vorne. Das setzen wir dann einfach von hier so an, also von unserem Balken aus. Ziehen dann eine Linie nach hinten, so dass wir sagen wir mal so zwei Blöcke frei haben noch. Dann noch eine zweite so nach vorne, immer so ein bisschen wild setzen. Dann könnt ihr euch das gestalten, wie ihr wollt. Das sind so die richtigen Büsche und setzt euch dann einfach so, wie ihr wollt. Einfach schon mal so ein bisschen wild. Kann man sich das mal weiter mal weg, wie das aussieht. Na. Ja, dann machen wir es hier genau das gleiche Spiel. Also, mal ein bisschen hier denn, wo diese. Na. Der Pfosten, sag ich mal, ist vom Ausgang. Kann man ja dennoch an der Seite ein bisschen sowas zum Busch setzen. Und dann halt hier, so wie auf der anderen Seite. Zack. Ah. Ja, das sind unsere Schule erstmal. In der nächsten Folge machen wir dann die Inneneinrichtung. Das heißt, ich zeige euch wieder, wie ich es gemacht habe. Und damit ihr wieder ein paar Ideen sammeln könnt, ne, wie ihr es auch einrichten könnt und was nicht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, denn so vielleicht, was da für Räume rein soll noch. Gibt ja mehrere Folgen, wo die Schule auftaucht, wo auf einmal irgendwelche neuen Räume sind. Und ich versuche die dann mal da reinzuknallen, so dass es alles noch ordentlich aussieht. Und ja, das war's dann auch wieder für diese Folge. Ihr habt dann schon mal eure Schule von außen schon mal fertig. Nächste Folge machen wir Innensicht und danach kommt dann der Spielplatz hinten, der Parkplatz, der Lehrer und oh Gott. Ja, das machen wir noch alles. So, dann genießt noch ein bisschen den Anblick. Ja, und dann sag ich mal ciao und bis zur nächsten Folge.